Couch TV aus den Teukos Studios mit Andy und Thorsten. Hey now. Du, dann haben wir die lange Zeit mit Herrn Greta verbracht, was ich sehr interessant fand. Und das streuen wir jetzt immer so zwischen unsere regelmäßigen Podcasts ein als Highlight, weil wir das nicht so verbraten wollen und weil es auch so, meistens länger ist. Ne? Es ist meistens ungefähr eine Stunde. Ja, aber er hat auch viel zu erzählen, was mir auch gut gefällt. Genau. Also es ist interessant, ihm zuzuhören. Ja. Und aber was für mich besonders im Resümee schockierend war, dass der so viel Schwierigkeiten hatte mit seinen Nebenprojekten, also mit seinen Unternehmungen. Weil der hat wirklich, und das würde man annehmen, dass die Stadt dahinter steht, der hat die Sachen verbessert. Also der hat mit dem Café, da hat er damals, der hatte ja ein sehr ambitioniertes Café und das war damals ein Glanzlicht der Straße und hat solche Probleme gehabt mit der Bürokratie, dass er da dieses Vorwurf von einem, nicht von Hinz und Kunz oder selber zusammengeschustert, von einem preisgekrönten Set-Designer, wie sagt man, Bühnenbildner, ja. Von einem Bühnenbildner hat er das hingestellt und da haben die ihm Schwierigkeiten gemacht, weil die gesagt haben, was hat er erzählt? Irgendwie ein fliegendes Geschäft oder er hat irgendeinen Ausdruck dafür benutzt und da haben die ihm Knüppel zwischen die Beine geworfen. Dieser Wintergarten meinst du? Dieser Wintergarten. Diesen rollbaren Wintergarten. Irgend sowas war das, genau. Und auch bei den Kinos, das wurde nicht richtig aufgenommen. Also das, der hat, im, und damals muss man auch, das wissen ja viele nicht mehr, da war der an der Leopoldstraße, waren da noch so gammlige Secondhand-Autohändler, also ein paar Meter weiter von ihm. Also der hat das quasi eingeleitet, dass die ein bisschen vornehmer wird und dann wurde sie mal eine Zeit lang vornehmen und jetzt geht sie wieder runter. Jetzt gibt es nur noch Selbstbedienungs-Coffeeshops, Burgerstände und Handyläden. Das ist eigentlich alles, was man an der Leopoldstraße findet. Ja, ein paar Diskos, die überhaupt nicht duften. Ich glaube, dass die nicht, die machen alle zu. Ja? Ja, machen alle zu. Auch dieser Turm jetzt, dieses Skyline, der habe ich jetzt die Plakate gesehen, die sind, da ist der Last Dance eingeleitet im Oktober, August. Also an Leopoldstraße läuft überhaupt nichts mehr. Was aber dagegen jetzt ist, und das hatte ich ihn ja gefragt, dass dieses Café, das er damals hatte, das Extrablatt, das ist jetzt neu eröffnet worden. Also es kam danach jemand, das waren Italiener, die hatten so ein Sportthema, Formula Uno, und jetzt ist es wieder eröffnet worden. Oh Gottes Willen. Das kannst. Ich hoffe, dass er das nicht sieht. Der kriegt Tränen in die Augen. Unter welchem Namen? Kaffee mit G irgendwas. Ah, Kaffee Journal oder so ähnlich. Oder okay. Journale oder irgend sowas. Ich sag dir, dagegen ist McDonald's ein Nobel-Restaurant. Es ist das schäbigste, primitivste, billig zusammengeschusterte Scheißdreck, den die da hingestellt haben. Und da sagt die Stadt nichts. Also da gibt es offensichtlich keine Probleme, wenn die da irgendwie so Billiglampen aus dem Baumarkt ranschrauben und irgendwie so eine beige Verkleidung und draußen diese ganzen Drecks-Billigstühle. Es ist ein solcher Scheißladen. Ich meine, ich weiß nicht, wann sie eröffnet haben. Es waren zwei Leute, die da vereinsamt gesessen haben. Also das ist eine Katastrophe, das Ding, was die daraus gemacht haben. Und die haben offensichtlich keine Schwierigkeiten, weil die haben renoviert und haben jetzt sofort eröffnet. Also da gab es, also mit nach unten hat die Stadt offensichtlich kein Problem. Ja. Wobei man natürlich sagen muss, dass der Grätzer seinerzeit da, glaube ich, auch eine Nutzungsänderung eintragen musste. Das war ja, bevor er das gehabt hat, glaube ich, keine gastronomische Einheit da unten. Ja, aber das hat ja dann genehmigt gekriegt und da hätte es ja eigentlich geschmeidig laufen müssen. Und außerdem nimmt man ja an, dass hier ein Mann mit seinem Stellenwert, dass der unterstützt wird, wenn der so ambitionierte Sachen macht. Ja, glaube ich überhaupt nicht. Und ich glaube, da ist eher der Neid ganz groß. Das hat er auch erzählt, ja. Ja, das glaube ich schon irgendwie. Und man muss ja sagen, man kann gegen ihn oder was, gegen den Laden sagen, was man will, aber die Einrichtung, die war schon vom Feinsten. Der hat die aus der ganzen Welt zusammengetragen. Genau. Der hat da ganz besondere Stühle aus Frankreich kommen lassen und was hat er auch, glaube ich, erzählt. Ja, und hat gesammelt. Also das waren ein Herzensprojekt und dass die das so abbügeln und ihm da solche Steine in den Weg legen, das ist schon erstaunlich, genauso wie bei den Kinos. Er hat auch gesagt, das wurde nie jetzt besonders von der Stadt lobend erwähnt. Ja. Ja. Und die waren aber auch, kennen ja die wenigsten Leute, die waren ja auch toll gemacht, die waren mit Liebe zum Detail gemacht, mit einem fetten Cadillac drin und alles sauber und originalgetreu und toll gemacht. Also und hatte eine Linie, diese Stil. Amerikanische Linie, ja, das ist ja für Kino und Pop und Unterhaltung und Popcorn, Pop und Popcorn, das passt ja gut zusammen, war das fantastisch gemacht. Und dass der da solche Probleme hatte, das ist unglaublich und das halte ich für eine, das hat sich ja dann nicht geändert. Also ich glaube, dass wenn jemand so in so einer vorgelagerten Position ist, dass der da extrem viele, nein, den Drecksack, dem zeigen wir schon. Ja. Und das hat sich ja dann hier gezeigt, wie sie ihn reingelegt haben, wegen dieser Bagatelle da. Und das hat mich wieder dazu geführt, dass die
die Leute, die unterm Radar fliegen, wahrscheinlich besser dran sind. Wenn man das alles still und leise und hintenrum und da ein bisschen und so, da wird man wahrscheinlich weiter mitkommen, als wenn man so profiliert ist, wie es Greta ist. Ne? Mhm. Und die Bürokratie, das hat ja jeder selber schon so gemerkt. Ich habe es überlegt, weniger, aber ich höre es immer von wahnsinnig vielen Leuten. Und am schlimmsten muss es ja sein, also wirklich, wenn man in der Gastronomie was machen will. Also die Auflagen, nicht, dass die Sauberkeit kontrolliert, das ist absolut in Ordnung und da wird auch keiner diskutieren. Aber da gibt es dann so Vorgaben um Millimeter und Zentimeter, wie die Theke zur Wand und was das, wie das sein muss. Also das kann jeder, der schon mal mit Gastronomie zu tun hat, der kann da ein Lied von singen. Und dann hat ja speziell die Stadt München hat ja noch diese Vorschrift, da gibt es noch Heizstrahler und diese Heizpilze. Mhm. Und in München sitzen Leute gerne draußen, wie wahrscheinlich überall anders auch, aber hier ist das so eine Kultur, weil es hier immer heißt, so die nördlichste italienische Stadt, bla bla bla. Und oftmals sind ja die Sommer schlecht, wie zum Beispiel auch dieser, aber dafür sind die Herbste und Frühlings und Winter manchmal mild. Das heißt, da würden die Leute gerne mal draußen sitzen. Wenn sie dann noch ein wenig gewärmt würden, würden sie noch viel lieber draußen sitzen. Das dürfen die aber nicht. Da dürfen die nicht die Heizpilze rausstellen, weil angeblich da zu viel Strom verschwendet wird. Und das kommt von der Stadt, die nur Dieselwagen im Einsatz hat. Also im Park, die Mülleimer, die werden mit Dieselwagen, die ganze Zeit laufen, die den Park vollstinken, nicht mit Elektrowagen gemacht. Also mit Energieverschwendung brauchen die mir nicht kommen. Ja, wobei die mit Gas beheizt werden, aber es ist ja dasselbe. Das sind ja Gasflaschen. Nee, ich meine, die Stadt sagt, also der Ude, der Bürgermeister sagt, nein, es ist Energieverschwendung, wenn die im Winter auch noch heizen und auf der anderen Seite lässt er aber im Park die Dieselwagen rumfahren und die Mülleimer ausleeren, also nimmt keine Elektrofahrzeuge. Also die Energieverschwendung, die scheint ihm nicht so am Herzen zu liegen. Auch das sieht man auch an den Ampelphasen, das ist offensichtlich nicht das vorderste Ziel der Stadt. Oder bestes Beispiel Busse, Verkehrsbusse. Genau. Wenn die zum Beispiel 5 Minuten Pause haben, da stellt doch keiner Motor ab. Ganz die genau. Rad dann durch ganz die ganze genau. Zeit. Und das hat ja schon die Stadt Lausanne in den 70ern gezeigt, das ist ganz komfortabel, mit so Oberleitungen kann man Busse haben, das finde ich viel besser als die Tram, also die Straßenbahn, da können die Busse viel flexibler reagieren, können auch mal ausweichen. Und ich hätte doch das ganze Netz ausgebaut mit so Elektrobussen mit Oberleitung. Das gab es als ich mit Interrail unterwegs war, man muss das gewähren, irgendwann in den 70er Jahren, da gab es das in der Stadt Lausanne schon, da war alles in der Schweiz, alles schon oben mit Oberleitung und es war total komfortabel. Und da sind die damals schon mit Elektro gefahren. Und das hat nichts, hier nicht, hier stinken immer noch die Diesel, die zwar irgendwelche Filter haben, aber steh mal hinterm Bus oder der dieselt dich ein, da kriegst du einen Vogel. Aber auf der anderen Seite dürfen die Leute nicht draußen sitzen, weil angeblich Energieverschwendung wäre. Blödsinn ist das. Außerdem könnte man die Dinger ja auch mit irgendwelchen erneuerbaren Energien heizen. Ja. Vor allem, ich meine, der Aufwand für so ein Ding zu heizen ist jetzt nichts im Verhältnis zu dem, was sonst geheizt wird. Eben. Also ob da jetzt 3 Heizstrahler auf der Terrasse stehen, ich bitte dich. Dafür macht er doch Umsatz, der Wirt, muss Gewerbesteuer zahlen. Sehe ich jetzt nicht so das große Problem, aber eben. Du hast recht, das ist immer noch ein Thema. Ich glaube, es wird sich auch nicht ändern. Das ist, glaube ich, das letzte Wort schon gesprochen. Hast du als Hausbesitzer schon mal Probleme gehabt? Ja, ich habe Probleme gehabt mit Gerichten, mit der Justiz an sich. Weil man sagt ja immer, dass dort Recht gesprochen wird, was ja nicht so ist. Also Recht ist nicht gleich Recht. Ich habe ein gutes Beispiel. Ich habe mein Dachgeschoss ausbauen lassen und es ist nicht so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Unter anderem, wir haben da so eine Schalung gemacht, so in den Raum hinein, ganz neue Wände ziehen lassen, die mangelhaft ausgeführt worden sind, meiner Ansicht nach. Und dann sagt die Richterin, die natürlich vollkommen Unverständnis, wie gesagt, keine Ahnung, kein Bau. Vom Bau hatte, ja, sagte dann zu mir, Herr Knote, das ist alles nicht so schlimm, Sie können ja nicht erwarten, dass in so einem alten Haus gerade Wände gebaut werden. Hä? Original Wortlaut. Dann sage ich, werte Vorsitzende, es geht nicht um die Wände meines Hauses, es geht um die Wände, die davor gebaut werden. Da kann ich doch erwarten, dass eine Rigipswand von einem Meister, von einem Tischlermeister, oder dass die gerade gezogen wird und nicht im 49-Grad-Winkel gezogen wird. Ja, nee, das ist durchaus tolerierbar und da muss ich Sie meine Forderung leider abweisen. Ach so, das heißt, du musstest damit leben? Ich kam auf einen Vergleich raus. Und ich habe trotzdem für diese Arbeit zahlen müssen. Und das ist halt so, wo ich sage, irgendwie, dann gehe ich halt nicht vor Gericht, dann weiß ich nicht, was ich mache. Aber da wird kein Recht gesprochen. Also ich habe mein Recht nicht bekommen. Und da gibt es einige Beispiele. Die eine der übelsten Sachen, die gerade zur Zeit laufen, das ist die, ich meine, man könnte es im Großen als bürokratisches
wie heißt das, Siebenbürgerstreich abtun, weil ich glaube, da steckt mehr hinter. Und zwar wird extrem dieses Jahr zur Jagd auf Radfahrer geblasen. Und zwar mit dem Argument, dass es die sogenannten, und das benutzen diese schlichten Zeitungen gerne, das Wort Radl-Rambos sind. Jetzt muss man mal kurz sagen, der Film Rambo ist kein komplizierter Film. Es ist ein sehr einfacher Film. Er ist kein schlechter Film, aber er ist sehr einfach. Er scheint aber noch zu kompliziert für die einfachen Schreiber zu sein, weil Radl-Rambo ist nicht das richtige Wort. Weil Rambo ist ein Held, der seine Kameraden befreit, während die Regierung, die sie dahin geschickt haben in irgendwelche Krisengebiete, hängen lässt. Rambo ist der Einzige, der sich um seine Kameraden kümmert und sie rausholt. So, das ist ein Edelmann. Die Typen, die durch die Stadt fahren, was die Zeitung meint, sind Radl-Raudis. Gibt es einige. Gibt es aber auch unter Fußgängern, gibt es vermehrt unter Autofahrern, gibt es wahrscheinlich sogar unter Rollstuhlfahrern. Ich kannte einen Kumpel von mir, der gesagt, wenn er besoffen war, war es ihm scheißegal, da ist er den Leuten über die Füße gefahren, was wollen sie machen? Ihn umhauen? Macht ja eh keiner. Schorschi halt, ja. Aber er war ein guter Junge eigentlich. Und das heißt, dieses Argument, dass da einzelne Typen, und ich weiß genau, wen die meinen, dass die wie die Henker fahren mit ihren Stretchhosen und ihren Fahrradhelmen und dann zischen sie über die Straße, völlig richtig. Aber die meisten Leute tun es eben nicht. Und die Tatsache, dass jetzt die gesamte Zunft der Radfahrer gejagt wird und an Pranger gestellt, da müssten eigentlich die Zeitungen aufschreien, weil wenn es keine Radfahrer mehr gäbe und die jetzt alle auch noch Autos fahren würden oder sich in die U-Bahn quetschen würden, da wird die ganze Stadt zusammenbrechen. Das heißt, eigentlich müssten die steuerlich subventioniert werden, weil die nämlich die Stadt am Laufen halten. Weil ohne die Innenstadt, ohne Radfahrer, würde komplett zusammenbrechen. Aber sie haben gemerkt, verdammt, wir verdienen nichts an den Drecksäcken, weil die kaufen sich einmal ein Rad und meistens sogar noch ein Gebrauchtrad, da kriegen wir gar nichts von. Wir müssen sie irgendwie zur Kasse bitten. Ja, und vor allem, sie kosten immens viel. Die ganzen Radlwege, die neu gemacht worden sind, die ganzen... Ja, und die ganzen Schilder vor allen Dingen. Ja. Weil der mehrfach schon angesprochene Super-Oberbürgermeister hat also jetzt bei den Radwegen ganz gute, soll ich sagen, okay Arbeit geleistet, hat ein paar Sachen ausgebaut, aber er ist total ins Extrem gegangen mit Schildern. Dass er also überall Schilder aufsteht, da steht Radlring Ost. Das ist jetzt keine besondere... Radlring Ost? Ost oder Radlring West oder Radlring Süd. Das bedeutet überhaupt nichts. Da ist eine normale Straße, da steht Radlring. Da ist ein Riesenschild mit Radhinweis, Radlring West. Das ist eine Straße, zum Beispiel eine Clemensstraße ist das. Ja, da steht Radlring. Das heißt überhaupt nichts. Das bringt niemandem irgendwas. Du kannst halt die Straße runterfahren. Das weißt du aber auch schon ohne dieses Schild. Und da hat er sich total wahrscheinlich ist da irgendwie Geld geflossen, dass die Schildhersteller wieder was verdienen. Was ja noch viel besser war, dieser Feldversuch mit diesen Studenten oder was auch immer das waren, die so mit Narrenkappe versucht haben, die Radfahrer einzubremsen. Irgendwo der Clown. Der Radl-Clown. Ich weiß, den habe ich einmal gesehen. Hast du gesehen? Das ist doch ein Witz. Weißt du, was das gekostet hat? Das hat, glaube ich, Hunderttausende von Euro gekostet. Das war Gage für den 40 oder was? Nein, für die ganze Infrastruktur, die gemacht werden. Und die Werbung wahrscheinlich. Und die Werbung dafür und die Berichterstattung und die Ausstattung. Ich glaube, es gibt nur eine Narrenstadt auf der Welt, die sowas versucht hat. Oder gibt es in einer anderen Stadt noch, dass irgendwelche... Was war denn das, Komiker? Nee, das war ein Clown. Der hat dann die Leute angeblich auf Scherz, also als ich an dem vorbei bin, da war gerade nichts zu tun, da stand er blöd rum und hat so Luftballons aufgeblasen und dann Tiere draus geformt. Und das haben die tatsächlich allen Ernstes gemacht, genau. Das ist wirklich aus dem Grund, das sollte, wenn du zu schnell radelst, sollte er dich freundlich mit einem Witz irgendwie darauf hinweisen, du radelst jetzt zu schnell. Genau, in der Innenstadt, wo du eh zu Fuß schon kaum durchkommst. Ja, ne? Ja. Also das war total sinnlos, weil während der Geschäftszeit in der Innenstadt, da musst du froh sein, wenn du zu Fuß durchkommst, aber mit dem Rad kommst du dreimal nicht durch. Das heißt, es ist komplett sinnlos. Wir hatten über diese Clownerien der Stadt gesprochen, die absurdesten Dinge macht und damit kein bisschen hilft, eher schadet und den Leuten unglaublich auf die Nüsse geht, speziell den Radfahrern. Und also wie gesagt, bürokratische Fairnisse, das habe ich jetzt am eigenen Leib, muss ich sagen, kann ich mich nicht allzu sehr beschweren, außer, und das graut mir wohl dieses Jahr wieder vor, wie oft muss man einen Ausweis erneuern, 10 oder 12 Jahre? Ja, stimmt. Und damals hatte ich folgendes Problem, und zwar mit den Passbildern, weil das muss ungefähr die Zeit gewesen sein, als ich von H zu Nicht-H gegangen bin und ich hatte halt im Ausweis noch H und das haben die nicht akzeptiert. Okay, habe ich jetzt nicht diskutiert. In Ordnung, mache ich welche ohne H. Was war das für ein Ausweis? Perso oder? Beides, mache ich immer beides. Perso und den Reisepass. Passwort, Reisepass. Und dann bin ich wieder hin
Und dann hat er irgendwie rumgemacht mit dem Format. Das ist aber in dem Laden gemacht. Das habe ich noch nicht mal selber gemacht. Das ist in dem Laden gemacht, die das immer machen. Das muss gehen. Nee, das wird nicht gehen. Ich bin fast über die Theke gesprungen. Das war so ein Rotzlöffel. Ich bin normal nicht so, deswegen, ich bin normal auf gutem Fuß mit jüngeren Typen. Aber das war ein Wichser. Und da habe ich gesagt, jetzt will ich mal ihren Vorgesetzten sprechen. Das glaube ich nicht. Und dann kam der Typ, so ein bisschen so in Würde ergrauter Typ. Ich sage, was hast du denn? Das ist doch völlig in Ordnung. War also, hätte mich das Arschloch nochmal weggeschickt und jeder, der auf Ämtern länger gewartet hat und sich seine Nummer gezogen hat und dann da rumgestanden hat in dem nicht belüfteten Raum, der weiß, dass das nichts ist, was du einmal, also da ist einmal, ist, wenn du das vermeiden kannst, machst du es nicht. Deswegen, das war im Grunde das Einzige. Und dieses Jahr blüht es mir wieder. Ich werde berichten. Ich ziehe es halt noch bis Dezember. Und ich werde es, glaube ich, mal ein bisschen auslaufen lassen. Ich plane nicht irgendwie, meinen Ausweis groß zu zeigen. Wie oft zeigt man seinen Ausweis im Normalfall, wenn man ein Konto... Ich habe überhaupt keinen Personalausweis. Weil du dir sagst, ich hab ja einen Reisepass. Genau. Aber ich muss jetzt meinen Führerschein erneuern lassen, weil der, glaube ich, von... Warum? Der ist von 1980, kann das sein? Ach, du hast den grauen noch. Ich habe den grauen noch. Ich habe ein Bild, wo mich kein Mensch mehr erkennt. Aber es ist zumindest... Es ist ein amtliches Dokument. Ich habe ja diesen rosanen, diesen übergangsweise, weil es hieß, dass der aus irgendeinem Grund... Ich wollte verreisen und dann habe ich in letzter Sekunde gehört, dass das so und so ist und es hieß, das geht ganz schnell und dann bin ich dahin gehechelt und dann habe ich den Automaten genommen, den die bei dieser Stelle haben, vernünftigerweise, und das war irgendwie, wann machen die zu? 3 und es war 3:10. Jetzt habe ich gesagt, nur keinen Scheiß bauen, und deswegen habe ich die Augen aufgerissen. Das heißt, das sieht aus, als wenn mir einer eine Kanone vorhält, so, oh nein, und so sieht mein Führerscheinbild aus. Immer wieder gern gesehen. Das ist eine Katastrophe, aber den lasse ich jetzt erstmal. Da kommen jetzt auch so neue, die irgendwie... Also Scheckkartenformat halt so ganz super. Aber warum? Es steht doch auch nur drin, dass ich den Ohren so ein 3er habe. Was, hast du ein 3er auch? Ein 1er auch? 3er? So will ich hoffen, ich bin auch mit dem Auto gekommen. Ja, das ist so ziemlich der Sinn. Das ist mit das Sinnloseste, was ich je gemacht habe, weil ich habe nie danach ein Motorrad gehabt. Und als ich dann einmal, also dann festgestellt habe, dass man im Auto sowohl mit der Beifahrerin fummeln kann, rauchen kann, Musik hören und in der Nase bohren, was man auf dem Motorrad alles nicht kann, habe ich gesagt, das ist ja der letzte Scheiß-Motorrad. Und das alles gleichzeitig. Dann wirst du ein großer Künstler. Oder du wärst, wie heißt die Shiva, diese indische Göttin, die so viele Hände hat. Nein, aber ich war heilfroh, ich hatte mich auch 1:3 damals gemacht und kann jetzt meine Vespa einfach so fahren, und das ist ganz toll. Also du hast die Vespa mit dem großen Motor drin, und das wäre total scheiße, wenn ich jetzt noch einen extra Führerschein machen müsste. Hätte sie mir nicht gekauft, und die mag ich schon sehr gerne, weil du schnell und flugs und günstig überall hinkommst. Mhm. Aber bald vielleicht mit Elektrobike, wo du sein Rad hast, das noch so elektrisch. Das ist dir nicht lässig. Das ist kein Scheiß. Für ältere Leute, die rennen sich. Die gibt es, glaube ich, in der 25 km/h Ausführung, oder? Und da gibt es ja welche, die gehen 45. Kann sein. Weißt du, was du da brauchst? Du Führerschein dafür. Ach, auch schon wieder. Ja, natürlich. Ach, du brauchst. Du rennst dich ja mit dem Teil 45 fahren. Ich bitte dich. Du brauchst ja auch, glaube ich, jetzt für diese Segways, diese aufrecht stehenden Dinger. Ja, finde ich ja geil. Finde ich auch klasse. Aber was willst du damit machen? Siehst du die manchmal nicht? Ja, in der Stadt gibt es so Führungen. Die fahren dann auf Segways rum und die haben fast, aber auch nicht alle, da haben fast alle haben so kleine Nummernschilder, also diese Mofa-Nummernschilder. Ja, die sind witzig, nur dafür, dass die haben einen absurden Preis, ich glaube 5.000, und da sagst du, ja, das ist ungefähr so wie dieses Auto von Aston Martin, über das wir schon mal gesprochen haben. Das steht auch, es ist witzig, und man würde, wenn es bezahlbar wäre und ein bisschen im Verhältnis stehen würde, würde man sich's überlegen. Aber für so ein kleines Ding, was machst du damit? Du kannst es abschließen, du kannst irgendwo hinfahren, aber auch schon einkaufen kannst du eigentlich, na gut, du könntest vielleicht vorne einen Korb dran bauen, aber sehr viel kannst du nicht mit einkaufen. Ich war in Österreich im Urlaub und die haben das, und das fand ich ziemlich geil, die haben das für so kleine Bergtouren mit dem Segway angeboten. Das hätte ich gerne gemacht, aber es war mir schlichtweg zu teuer. Mhm. Wir haben in der Stunde, weiß nicht, 150 Euro aufgerufen. Ja, siehst du mal, genau. Aber das würde schon Spaß machen, glaube ich. So ein bisschen so halbhohe Wege entlang mit dem Ding, die gehen ja richtig gut und so. Das hätte mir Spaß gemacht, aber... Ich bin's einmal gefahren, also wir reden hier sehr gut, das sind diese Sachen, das sind zwei Räder, man steht drauf, aufrecht, und es ist ein bisschen wie Reiten. Also wenn man sich vorlehnt, dann fahren sie, und wenn man sich zurücklehnt, dann bremsen sie. Mehr ist es eigentlich nicht. Ich glaube, Gas geben...
genau Gas geben, ob man das mit der Hand macht oder ist es durch das Zurück, durch das Vorziehen, das weiß ich gar nicht. Das weiß ich zum Beispiel nicht mehr. Aber ich habe es einmal ausprobiert und wie alle Sachen, die Spaß machen, weil ich halt so ein Godzilla-Monster bin, da sieht das, ist bei mir blöd, weil ich stehe da schon wieder bucklig drauf, weil das natürlich wieder nur bis zum bestimmten Ding geht und das natürlich wieder diskriminiert ist für alle Leute über 1,82. Und es ist also immer wieder was ich nicht machen kann, weil es Spaß macht. Das ist ja immer so. Entweder wird mir schlecht davon oder ich bin zu groß dafür. Das ist bei allen Sachen so, deswegen habe ich keinen Spaß im Leben. Und deswegen labern wir euch voll und reden über so Sachen wie auch Sachen mit dem Service, der hier ja finde ich inzwischen besser ist und meines Erachtens mystischerweise in Amerika so unglaublich gefeiert wird, dieses Service-Paradies. Mhm. Und weil ich ja doch aktuelle Erfahrungen habe, möchte ich gerne mal wissen, was für ein Service eigentlich gemeint war. Was meinen die denn? Ich hatte zum Beispiel ein einziges konkretes Problem. Ich hatte mich auf meine Brille gesetzt, die war verbogen und jetzt sollte man annehmen, das macht hier... Kannst du in jeden Optikerladen gehen, die sagen selbstverständlich und dann machen sie es ein bisschen warm und dann machen sie und dann setzen sie es auf, wunderbar, und dann sagst du, was kostet, und dann sagen sie, es kostet nichts, und dann sagst du für die Kaffeekasse jetzt zwei, je nachdem wie großzügig du dich findest. Genau, so ist es. Dasselbe in Amerika, da gehst du, erstmal musst du einen Optiker, also Optiker, es gibt in Einkaufszentren noch so Abteilungen, da werden Brillen verkauft. Da sitzt also irgend so eine Minimum-Wage-Kraft, also entweder ist es eine fette Frau mit langen Fingernägeln, ein debil guckender Vollidiot oder irgendeine Tussi, die Kaugummiblasen bläst, und die können alle nichts. Ich weiß nicht, die verkaufen dir vielleicht eine Brille oder du kannst sie dir abholen. Die können kassieren wahrscheinlich, oder? Aber du kannst, aber die haben keinerlei Qualifikation, irgendwas zu machen und auch keine Lust. Die sagen, ja, wo haben, die Frage, die sie immer stellen, wo haben sie sie denn gekauft? Sage ich, ja, in Europa, das bringt mir jetzt aber nichts, ich brauche das. Ja, das lieber nicht, nee. Also die sind keine Optiker, also da kann jeder, der wahrscheinlich früher auf dem Kartoffelfeld gearbeitet hat, der kann sich da in so einen Brillenladen stellen. Wahrscheinlich ist es so gedacht, dass man eine neue Brille kauft, wie alles irgendwie so Wegschmeißzeug. Und dass man da beim Supermarkt, dass da irgend so ein Typ steht und einem das Putzmittel zu den Erdbeeren packt in seine Papier, Paper oder Plastik, also das kann ich auch noch selber machen, also da brauche ich den nicht zu. Also das sind die einzigen Sachen, die als Service da, also das sind zwei Sachen, das eine ist kein Service, und im Supermarkt das Einpacken, na was, ja gut, und bei alten Leuten bringen sie es noch an Wagen. Das ist vielleicht eine ganze Kleinigkeit, aber ansonsten kannst du da eigentlich nichts. Ja, ich glaube, der Service ist eher auch der Gastroservice gemeint, den ich aus eigener Erfahrung wirklich gut finde. Auch dieser Horror, dass du dich nirgendwo hinsetzen darfst und dass die dir sagen, wo du dich hinsetzen musst. Nein, ich meinte eher so, dass man sehr, eigentlich grundsätzlich wurde ich war viermal in den Staaten und habe eigentlich eine Gastronomie gute Erfahrung gemacht. Die waren immer sehr nett, immer mit ihrem Kaffee nachschenken und was darf es doch sein, immer freundlich. Also nicht so das Thema hatten wir ja schon, wie hier im Hofbräuhaus oder sonst irgendwo, wo du froh sein musst, dass du überhaupt bedient wirst, sondern die waren immer freundlich und haben eigentlich alle deine Wünsche erfüllt, soweit es der Laden zuließ. Also das finde ich schon, das war nicht immer so in Deutschland, es wird besser jetzt hier. Das ist jetzt das, was du als positiv siehst, das sehe ich eher nervig. Wenn also alle drei Minuten der Kellner kommt, can I get you guys anything else? Also wenn die dir dauernd was aufdrängen wollen und wenn du irgendwo sitzt und die ständig dir was verkaufen wollen, weil wenn du so viel hast, ja auch nichts zu tun. Also Beispiel, und das extreme Beispiel war Miami Beach, Ocean Boulevard, das ist da dieses, wo die rosa Häuschen sind. Da sitzen wir in dieser Cocktailbar, wo die Latina Girls auf der Theke die Macarena tanzen und wir gesehen haben, es kann also gut aussehen. Und wir sitzen da und trinken Cocktail. Und dann kommt der Typ und sagt, wollt ihr noch was? Und wir, ja, wir nehmen noch einen. Also jeder einen. Ne? So, jetzt, das ist jetzt ungefähr innerhalb von einer Dreiviertelstunde. So, jetzt haben wir die so dreiviertel runter und da nehmt ihr noch einen. So, nee, Moment nicht. Ah nee, da müsst ihr gehen. Ja, wir haben doch natürlich Scheiße. Das geht ja nicht. Und die Nummer ist da halt extrem. Also da hast du zu konsumieren. In dem Moment, wo du aufhörst zu konsumieren, müssen, wollen die dich raushaben, weil da muss neuer, muss neuer Fische. Das ist jetzt der Extremfall, weil das die Turbo-Touristengegend ist. Vielleicht eine der fünf großen Touristenstraßen der Welt. Gibt's da so eine Minimumzeit, Maximumzeit, die du für den Cocktail haben darfst? Ach so, ich nehme an, ungefähr 20 Minuten. 20 Minuten bis eine halbe Stunde. Also wir haben jetzt natürlich nicht auf die Uhr geguckt, sondern wir haben auf Latina Girls geguckt. Aber gefühlt waren es vielleicht eine Dreiviertelstunde für zwei Cocktails, was jetzt nicht gerade... Das ist jetzt nicht üppig, oder? Und die waren sicher nicht sehr günstig, die Cocktails, oder? Die waren nicht günstig und sie waren auch nicht, die waren wässrig. Ja. Also ist ja klar, was du an einem Touristenboulevard kriegst. Aber darüber will ich mich ja gar nicht beschweren. Nur, dass die dich dann da wegjagen. Weißt du, wo du hast, weiß ich, $40 da oder 45, sie wollen ja immer Trinkgeld haben, gelassen und dann kannst du gerade gehen. Ist ja klar, dass du nicht wieder hingehst. Aber das ist denen wurscht, weil die wissen eh, du bleibst nur eine Woche. Ne?
Und deswegen dieses unglaublich gute Image, dass Amerikaner so Service-Giganten sind, das finde ich nicht. Ich finde, dass die saublöd sind und dass die überhaupt nichts können. Und wenn du wirklich was brauchst, also die sind unglaublich gut, wenn es um nichts geht. Die quatschen viel, die sagen, die reden viel, die entschuldigen sich dauernd und die fragen sich dauernd, ob sie dir helfen können. Faktisch können sie dir weder helfen, noch haben sie irgendeine Fachkenntnis, noch können sie irgendwas reparieren, was einigermaßen anständig aussieht. Also wenn du da irgendwas repariert haben willst, da kommt irgend so ein Fuzzi, der hat da sich das irgendwie zurechtgewurstelt und dann wurstelt der da rum und die Chancen sind 50-50, ob er es hinkriegt oder nicht. Also verstopfter Abfluss oder so. Also ich glaube, dieses Service-Image, kommt, glaube ich, auch von den Touristen, von den Urlaubern. Wie ich zum Beispiel, wenn ich 3 Wochen in Amerika bin, dann habe ich kein Problem mit der Heizung, mit meiner Brille, dann habe ich dieses Service-Problem nicht, sondern da habe ich alles schön und freue mich dann noch, wenn ich im Lokal gut bedient werde. Diese Servicewüste, wie du meinst, die kriegt man ja nicht mit als Tourist. Also die ist ja... Und das kommt noch dazu, wenn man in ein richtiges Lokal, also nicht Burger oder Schnellimbiss geht, dann kommt noch dazu, wenn du da jetzt, was mir mehrfach passiert ist, mit größeren Gruppen hingehst, da brauchst du nicht glauben, dass du da sagen kannst, also wir beide zahlen für uns, dann da kommt eine Gesamtrechnung über $800 und dann kannst du mal untereinander gucken, wer was hatte. Das heißt, du sitzt noch eine Stunde da und tarierst das aus, jeder ist am Schluss sauer, weil jeder fühlt sich über den Tisch gezogen. Ja, aber du zahlst doch immer, Thorsten, du bist doch immer der Einlader. Bei Rechnung über 800? Ja, selbstverständlich. Hab ich gehört. Ja, da spüre ich die scharfe Ironie. Das stimmt aber nicht. Ich zahle schon, aber ich zahle jetzt nicht für Leute, die ich nicht kenne. Ne? Das ist auch ein Unding. Das finde ich aber ganz gut hier, wenn du hier mit 6 Leuten essen gehst, dann fragen die schon manchmal, geht das getrennt oder zusammen? Und dann kommt noch dazu, der Typ, der da ankommt, der rattert das runter. Der will, dass das schnell geht. Also dass er dir eine Karte bringt, das bedeutet, ach, dann gucken die wieder stundenlang. Das heißt, okay, Guys, das wäre und das heißt, du bist quasi wie in so einem diese Spielautomaten, wo du irgendwann drücken musst, damit das anhält und bei dem musst du irgendwann stoppen, da sagst du, das nehme ich. Aber so will ich ja nicht bestellen, ich will ja ein bisschen gucken. Und das finden die gut und dann kannst du nicht hinten, also so wie hier jetzt deine Wand, das wäre quasi eine ganz amtliche Wand in einem der besseren Lokale. Also die haben dir keine Rückenlehne eingebaut, du lehnst dich gegen die Wand. Und dann, was ich vorhin schon gesagt habe, brauchst nicht glauben, dass du dich hinsetzt, wo es nett ist. Die setzen dich hin, wo die meinen. Da kommt irgendeine Hostess und sagst, hier. Und sagst du, und das gab es ja hier auch nicht, gell? Das ist jetzt seit 15 Jahren, haben sie das nicht immer eingeführt? Die haben das mal versucht, das läuft hier nicht. Ja. Weil das gibt es immer noch. Wait till you be seated, ja klar. Hier in Deutschland? Ja, selbstverständlich. Geh mal ins Vapiano vorne. Ich war jetzt in 3 verschiedenen Läden, wo immer eine relativ nette Dame am Empfang steht und sagt, bitte warten Sie, wir führen Sie zum Platz. Ach. Und das kann nur aus den Staaten kommen, oder? Ja. Gibt es in Italien, habe ich noch nie nirgendwo gesehen. Nee. Spanien. Also ich kenne das nur aus den Staaten und ich kenne es jetzt hier in München. Ach, dann haben Sie das hier, also ist das eine von diesen Pests, die aus Amerika runtergetröpfelt sind. Also sie kommen nicht, also es tröpfelt nicht rein der exzellente Humor, der teilweise da ist, sondern es tröpfelt dieser ganze Schwachsinn rein. Dass die jetzt meinen, sie sind was Besseres, wenn sie so eine Hostess da hinsetzen. Also solche Läden gehe ich schon mal von Haus aus nicht, weil ich lasse mich nicht irgendwo dazusetzen. Und es passiert dir dann, du sitzt zu zweit, willst irgendwas, da setzen die dir Leute am Tisch. Das ist ganz übel, das finde ich ganz übel. Obwohl noch andere Tische frei werden, einfach weil sie den Raum... Genau, die wollen das mögen. Das ist Stauraum für die. Also das werden alle Tische voll und dann kommen die nächsten. Du kannst das nicht so, wie das hier eigentlich die deutsche Kultur ist. Du setzt dich alleine, da sind 7 Leute im Lokal, 7 Einzelne sitzen an 7 verschiedenen Tischen. So sind wir halt. Aber ich weiß nicht, wir sind halt so und ich finde das nicht übel. Ich will nicht mit jedem Fremden Kontakt haben. Das heißt, du wirst doch nicht groß gefragt, ob es dir recht wäre, wenn dir jemand dazu sagt. Nein, du wirst gefragt, aber das heißt... Das heißt ja. Das ist wie immer in Amerika, du wirst gefragt, aber es bedeutet nichts. Also wenn die... Das alte Ding, how are you, die wollen nicht deine Lebensgeschichte wissen oder wenn sie sagen, can I help you, da weißt du vorher schon, dass die dir nicht helfen können. Ich habe übrigens diese Brillenerfahrung, das war jetzt nicht nur in diesem Scheißstaat, wo ich war, dieses scheiß Virginia, sondern das habe ich unten in Miami Beach auch versucht. Da gibt es ja die tollsten Brillengeschäfte mit Dolce und Gabbana sogar auch noch. Und da gehst du rein, da sitzt halt irgendeine Tusse, da siehst du im Reinkommen schon, dass die maximal ein IQ von 80, vielleicht 82 hat. Also die ist kurz davor, debil zu sein. Da sage ich so ganz besonders, guten Tag, ich habe folgendes Problem. Könnten Sie diese Brille... Na. Ende. Und knallt dann die Blase, weißt du? Und dann geht sie wieder mit ihren langen Fingernägeln, wo so Einhörner drauf sitzt, dann guckt sie mich so an, weil sie jetzt weiter mit ihrer Freundin telefonieren will. Also das kannst du völlig vergessen, dass du irgendwas von den Idioten kriegst. Wie geht's deine Brille jetzt? Jetzt geht's gut, weil ich sie beim deutschen Optiker gemacht habe. Hat keiner geschafft in der langen Zeit, wo du drüben warst.
Ich hatte eine verbogene Brille. Ja, weil das sind totale Schwachköpfe. Das sage ich ja. Die sind diese, ich meine, ein Staat, der pleite gehen kann. Ich meine, ja klar, Island, sagst du ja, okay, die haben nichts, die haben so ein paar Vulkane. Ja, the greatest nation, scheiß auf greatest nation in the world, die dümmste Nation der Welt, die es nicht hinkriegt, mit den irrsinnigen Steuereinnahmen da zu haushalten, was sie dauernd irgendwelche sinnlosen Kriege führen. Hören wir bloß auf mit dem Scheiß, jetzt werden wir langsam hier radikal. Aber politisch werden. Wollen wir schon, aber es ist langweilig. Das kannst du ja jeden Abend im Fernsehen angucken. Wir wollten ja was anderes machen. Und die Sachen mit so Service-Sachen, das hat sich eigentlich hier ein bisschen zumindest vordergründig gebessert. Kannst du dich noch an die alten Zeiten, kannst du bestimmt an die alten Zeiten erinnern, als die Post noch alles unter sich hatte, als es noch nicht die Telekom und T-Online und das ganze Zeug gab, sondern da war es die Post. Da hast du auch das Telefon von der Post gekriegt. Mit Wählscheibe damals noch? Mit Wählscheibe oder wenn du ganz hip warst, natürlich schon ein orangefarbenes mit den Tasten. Mhm. Und die Post hat natürlich dann, wenn sie Lust und Zeit hatte, das irgendwann gemacht. Und ich weiß es, das werde ich niemals vergessen, im Jahr, das muss gewesen sein, an 89, als ich dauernd dahin und dorthin gezogen bin. Also ich bin natürlich in der Zeit unterwegs gewesen, wenn ich damals ein Handy gehabt hätte, dann es wäre alles ganz anders gelaufen. Mhm. Aber ich war halt genau in der Zeit, wo ich es gebraucht hätte, da gab es das noch nicht. Jetzt musste ich dauernd irgendwo mir einen neuen Anschluss legen lassen und dann haben die gesagt, in 3 Monaten. So, und jetzt kommt tatsächlich der große Tag, den sehnst du herbei wie den Tag, an dem du deine künftige Lebenspartnerin kennenlernst. Da sagen sie, sie kommen. Wenn du dann fragst, wann sie kommen, sagen sie, ja, dann. Zwischen 8 und 18 Uhr. Genau. So ist es also. Es ist ungefähr der 26. Juli 1989, einer der heißesten Tage des ganzen Jahres. Und ich sitze in einer düsteren Wohnung, in so einem Hinterhof, in der Hohenzollernstraße und warte und warte und warte. Und es wird Mittag und es wird 2 und es wird 3. Ich gehe auf und ab, ich gehe immer wieder raus. Gott sei Dank, das einzig Gute, draußen war eine Telefonzelle. Das heißt, ich konnte immer dort anrufen und so, ja, der kommt dann. Jetzt kommt der Zipfel, also 18 Uhr wird ein bisschen optimistisch. Ich glaube, es wäre eher 17 Uhr. Ich glaube, bis 18 Uhr arbeiten die gar nicht. Also es kommt 16 Uhr 23. Tatsächlich, ja, Halleluja. Der Mann steht vor der Tür, tatsächlich, er hat seinen Koffer dabei. Ja, er macht dir den Anschluss. Jetzt wurschtelt er da rum und wurschtelt rum und wurschtelt rum. Es wird 16.55 Uhr und 30 Sekunden, sagt, na, das geht nicht, da muss ich morgen nochmal kommen. Das kann ja nicht sein, ich habe mir heute schon freigenommen, ich kann ja nicht 2 Tage freinehmen. Mei. Tja, so, dann muss ich also am nächsten Tag, er hat sich aber immerhin bereit erklärt, mir nicht verbindlich, aber doch zu sagen, er wird versuchen, am Vormittag zu kommen. Was tatsächlich passiert, er kommt um 10.30 Uhr, nachdem ich ab, glaube ich, 8 Uhr auf der Matte stehe. Und da, er kommt tatsächlich und tatsächlich, Telefon wird auch montiert. So, denkst du, es wird telefoniert. Vergiss es, es muss freigeschaltet werden. Das heißt, du rennst wieder raus zur Telefonzelle. Ja, wann schalten Sie es denn frei? Und was heißt denn freischalten? Was muss da einer brahmanische Tänze? Muss da einer eingeflogen werden, dass er um das Ding rumtanzt und es beschwört und es segnet? Quatsch, es muss irgendein Arschloch einen scheiß Knopf drücken und das Ding freigeben. Wenn es montiert ist, kann man es freimachen. So, und damit haben die dich halt so lange tyrannisiert, dass ich danach gedacht habe, diese Scheiß, wenn die jemals, gehe ich als erstes weg. Es hat dann leider noch ein paar Jahre gedauert, bis ich diesem Drecksladen den Rücken gekehrt habe. Weil allein für diese Nummer, ne? Dass die dich quasi wie so ein, geh halt woanders hin, wenn du telefonieren willst. Scheiß Monopolisten, aber gut, da kannst du nichts machen. Und das ist heute natürlich besser geworden. Ja? Also das heißt, aber letztlich, wenn die haben sich ja, wie ich immer höre, alle geeinigt, dass die ungefähr alle den gleichen Service anbieten. Das heißt, die sind alle, also es fängt ja schon an mit Internet. Also ich zahle 16.000 und ich habe noch nie mehr als 10.000 gehabt bei Alice. Mhm. Also wie oft mache ich das? Ein paar Monate, wenn mehr Fahrt ist, das ist ja auch nicht so oft. Aber du hättest die Verfügbarkeit vorher checken können. Ja, nein, die Verfügbarkeit auf 16.000 ist da. Ist bei dir da? Ja, logisch, deswegen zahle ich es. Woran liegt es dann? Ja, weil sie es halt nicht liefern. Sie sagen, bis alles, was du kriegst, ist bis zu. Das heißt nie, dass du das kriegst. Also du kriegst im Idealfall 16, aber im Normalfall sind es halt nur 10. Also immer, wenn ich gemessen habe, waren es immer nur 10. 10.000. So, das ist immer noch besser als 6, aber wenn du 16 zahlst, ja, also das ist eben, so sind die aber alle. Und dann hast du noch dieses Ding, was keiner richtig liest, dass du, wenn du zu viel verbrauchst, zu viel Megawatt, wie heißt das, Megabyte, also Giga oder was umsetzt, also verbrauchst, dann drosseln die das. Dann hast du schon nicht mehr 10, dann hast du nachher nur noch 2. Deswegen wird mein Internet immer tackerig dann am Ende des Monats, weil ich ja immer die Stern-Show hören will. Hast du irgendwie eine Scheiße
heißt, das hast du auch. Nein, ich habe das nicht. Du hast keine Begrenzung? Keine Drosselung. Bist du ganz sicher? Das habe ich auf dem Handy, wenn ich ein gewisses Paket buche, aber sonst nicht. Sonst donnert es durch. Das wäre das Letzte, entschuldige bitte mal. Wenn ich es brauche, dann drosseln die das runter und ich sitze 2 Stunden für 10 Megabyte. Nee, das habe ich nicht. Ja, aber hast du das kontrolliert? Ja. Fällt einem nicht mal auf, wenn man nicht jeden Monat so viel verbraucht. Aber mir ist das schon in manchen Monaten. Ich bin jetzt seit 10 Jahren beim selben Anbieter und bin viel im Internet. Lass mich raten, seid bei T-Online. Nein. Bei? 1&1. Ah ja, und zufrieden? Es gab Schwierigkeiten am Anfang, wie es wahrscheinlich überall gab. Stimmt, aber mittlerweile ist es okay. Es ist okay. Was für mich so wichtig ist, dass die Technik klappt. Es sind jetzt nicht so diese Wahnsinns-Sonderangebote wichtig, wo du dann alles inklusive hast plus irgendwas, sondern ich möchte, dass das Ding funzt, dass es funktioniert und dass ich keinen Service-Scheiß habe. Ja, aber so Wahnsinns-Sonderangebote gibt es eigentlich auch nicht. Es gibt doch dauernd irgendwelche neuen Sonderangebote, die eigentlich keine sind. Ja. Weil diese haben alle den gleichen Trick, dass sie das erste Jahr ist ein bisschen weniger und ab dem 2, weil die dann damit mit der Trägheit rechnen, was auch eine richtige Spekulation ist, dann wird es immer ein bisschen günstiger. Ja, vor allem dann wird es ein bisschen teurer, so meine ich. Ja. Sie sagen, sie steigen sie jetzt um. Das heißt, wenn dein Vertrag jetzt noch im schlechtesten Fall 11 Monate läuft, dann kannst du ja nicht umsteigen, sondern du musst einen neuen Vertrag machen. Das heißt, er läuft wieder mindestens 2 Jahre oder 1 Jahr. Also das ist nicht kein Umsteigen, sondern es ist einfach schließen Sie einen neuen Vertrag ab. Genau, wobei ich einen habe, könnte ich sofort kündigen. Und weil ich das eigentlich anständig finde und weil es den kaum noch gibt, behalte ich den jetzt, weil ich ihn kündigen könnte. Und das haben sie eigentlich ganz schlau gemacht. Jetzt habe ich dieses Gefühl der Freiheit und gehe nicht weg von denen, wobei ich auch nicht so richtig unzufrieden bin, außer dass die mir das manchmal drosseln. Aber da muss ich mal irgendwie nachverhandeln. Das kann so nicht weitergehen. Rufst du ab und zu noch bei so Service es nochmal an, wenn es Probleme gibt? Nee, es gibt ja zum Glück keine. Also außer am Anfang gab es nie Probleme. Also das ist eigentlich immer relativ solide. Und ich bin ja auch nicht den ganzen Tag drin. Also wenn ich drin bin, dann ist das meistens eine Intensivnutzung von 1-2 Stunden. Außer natürlich mein Internetstream, der läuft natürlich permanent durch. Nee, nicht permanent, aber schon öfter mal. Also jetzt geht Andi wieder weg und ich werde hier noch ganz kurz zum Abschluss kommen. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass wir die Sache, den Pod auch per Phonecaster Telefonabruf machen können mit einem simplen Anruf, weil wir gerade über Telefonanbieter und Flatrates und sowas gesprochen haben. 0931663992145 ist Couch TV, die aktuelle Folge als Telefonabruf. Also wenn man so ein Flatrate-Flandeur ist, fast hätte ich flatulant gesagt, dann wäre das eine Möglichkeit, die jeweils aktuelle Folge zu hören. In diesem Fall wäre es dann diese. Ne? Das wäre also eigentlich die richtige Methode, wenn man mit dem Handy unterwegs ist, dann muss man nichts runterladen. Das wäre also nochmal, ich habe nochmal auf die Andi wieder da. Wer war es diesmal? Meine Schwester. Die mit den Pferden? Die mit den Pferden. Nein, nicht die mit den Pferden. So viele Schwestern habe ich nicht. Aber die mit den Pferden, kannst du mal sagen, dass ich gerne mal ein Pferd streicheln möchte. Du möchtest es auch nicht nur streicheln, du möchtest es auch eventuell reiten? Vielleicht reiten, aber das muss nicht unbedingt sein, wenn es ein kleines Pferd ist, weil ich bin ja kein Tierquäler, ich bin ja Tierfreund. Du, dann würde ich sagen, also der Service bei dir, so servicemäßig derzeit, alles in Ordnung? Also Handwerker, hast du ja vorhin schon erzählt, dass du da klagen musstest, aber das hast du Handwerkern wahnsinnig oft, dass du da diese Gewehrs sagen, na, das ist so ein nerviges Ding, und wenn dann eine inkompetente Richterin kommt, da hast du einfach verloren. Ja, und vor allem, es lohnt sich auch nicht zu klagen irgendwie. Es läuft immer auf irgendeinen Scheißvergleich raus. Und nichts ist mehr wert als gute Handwerker, die du kennst, mit denen du seit Jahren zusammenarbeitest, wo du weißt, die machen eine gute Arbeit, vielleicht kostet es ein bisschen mehr, aber du hast den Scheiß danach nicht. Ja. Das ist, was total nervt. Und na, das will ich nicht mehr, das hatte ich oft genug und jetzt nicht mehr. Gute Handwerker sind Gold wert. Mit diesen goldenen Worten verabschieden wir uns für heute. Couch TV. Yes, yes. Spitzen-Entertainment für zu Hause und unterwegs. Auch für Handy, iPod und MP3-Player. Immer. www.knisterpulver.de. Immer Primetime. Ehrlich.